In einem kühnen Streben schwang Saul seine Mission, die Jünger des Herrn zu beseitigen, getrieben von dem Verlangen, sie zu vernichten. Sein Entschluss führte ihn dazu, die Erlaubnis des Hohenpriesters einzuholen, diejenigen festzunehmen, die dem Weg folgten. Mit Eifer machte er sich auf den Weg nach Damaskus. Die Schatten der Nacht umgaben seinen Weg, bis ein außergewöhnliches Ereignis ihn überraschte. Ein strahlender Lichtstrahl brach in seinem Weg durch. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« hallte eine Stimme, die ihn überstieg. Benommen fragte Saul nach der Identität des Gesprächspartners und die Antwort hallte wie Donner in seiner Seele wider. »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, wo dir Anweisungen gegeben werden.« Sauls Gefährten hörten das Geräusch, waren aber verwirrt und sahen niemanden. Als er schließlich aufstand, umhüllte Dunkelheit seine Augen und ließ ihn blind zurück. 3 Tage lang blieb er so, ohne Nahrung oder Wasser zu sich zu nehmen. Während Saul jedoch in physischer Dunkelheit versunken war, begann anderswo eine göttliche Offenbarung zu leuchten. In Damaskus lebte Ananias, ein Jünger des Herrn, der eine himmlische Vision empfing. »Ananias«, rief ihn der Herr. »Ja, Herr«, antwortete er sofort, »geh zum Haus des Judas und suche nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Er betet und hatte eine Vision, in der er dich eintreten und ihm die Hände auflegen sah, damit er wieder sehen kann.« Ananias zögerte, von den Nachrichten über Saulus und seine schrecklichen Taten eingeschüchtert. Doch der Herr versicherte ihm, »Diskutiere nicht. Ich habe ihn für eine besondere Mission unter Juden, Heiden und Königen ausgewählt. Bereite dich darauf vor, ihm zu zeigen, was es bedeutet, in meinem Namen zu leiden.« Gehorsam ging Ananias zum Haus von Saulus. »Mein Bruder Saulus«, begann Ananias, »der Herr hat mich gesandt, derselbe Jesus, der dir erschienen ist. Er möchte, dass du deine Sicht wiedererlangst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Kaum hatten Ananias Worte Saulus Lippen verlassen, fielen Schuppen von seinen Augen und sein Blick wurde wiederhergestellt, was ihm eine neue geistliche Perspektive offenbarte. Nach seiner übernatürlichen Begegnung stand Saulus auf, tauchte in die Taufwasser ein und teilte eine brüderliche Mahlzeit. Seine Tage in Damaskus waren geprägt von der Teilnahme an der Gemeinschaft der Jünger, aber bald verspürte er den Ruf zur Tat. Ohne Zeit zu verlieren, widmete er sich der Predigt in den Synagogen und verkündete die Göttlichkeit Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Die Aufnahme war jedoch nicht herzlich. Das Volk von Damaskus war skeptisch und erinnerte sich an Saulus Vergangenheit als Verfolger der Christen in Jerusalem. Es kamen Verdächtigungen und Gemurmel auf. Ist das nicht der Mann, der gekommen ist, um uns festzunehmen und nach Jerusalem zu bringen, damit er von den Priestern beurteilt wird? Doch Saulus ließ sich von den Misstrauen nicht entmutigen. Sein Eifer und seine Glut beeindruckten und forderten die Zweifel heraus und widerlegten die Anschuldigungen. Als sein Dienst erstarkte, schmiedeten einige Juden Pläne gegen ihn, doch Saulus entkam ihren Händen. Doch die Wachsamkeit seiner Feinde war konstant, was die Jünger zwang, ihm zu helfen, Damaskus unter dem Schutz der Nacht zu verlassen. In Jerusalem herrschte weiterhin Misstrauen unter den Jüngern, bis Barnabas mutig eingriff und über die Transformation, die Saulus erfahren hatte, und sein eifriges Zeugnis im Namen Jesu aussagte. Von den Aposteln angenommen, konnte Saulus frei in Jerusalem predigen, aber bald sah er sich neuen Herausforderungen gegenüber. Ein Streit mit den Hellenisten führte zu einem Plan, ihn zu töten, und wieder retteten ihn seine Freunde, indem sie ihn nach Caesarea brachten und von dort nach Tarsus, seiner Heimatstadt, schickten. Während Saulus abwesend war, erlebte die Kirche eine Atempause in der Verfolgung und blühte in der gesamten Region auf, genährt von der Furcht vor Gott und der stärkenden Gegenwart des Heiligen Geistes. In der Stadt Antiochien versammelte sich eine gesegnete Gemeinschaft von spirituellen Führern, darunter Barnabas, Simon, Lukas, Manaim und Saulus. In einem Moment intensiver Anbetung, Gebet und Fastens befahl der Heilige Geist, dass Barnabas und Saulus zu einem neuen Werk gesandt werden sollten.
Gehorsam machten sie sich auf den Weg, gesalbt von den Händen der Brüder und geführt vom Geist. Bei ihrem ersten Halt in Salamis auf Zypern verloren Barnabas und Saulus keine Zeit damit, das Wort Gottes in den Synagogen zu verkünden und begannen so ihre Missionsreise. Auf ihrer Reise wurden Barnabas und Saulus von Johannes begleitet, einem treuen Gefährten in ihrer Mission. Auf ihrer Pilgerreise durch die Insel trafen sie auf einen jüdischen Magier namens Barjesus, der das Vertrauen des Gouverneurs Sergius Paulus gewonnen hatte, einem klugen Mann, der sich nicht leicht täuschen ließ. Der Gouverneur, begierig darauf, das Wort Gottes zu hören, lud Barnabas und Saulus zu einem Treffen ein. Doch der arrogante und selbsternannte weise Magier versuchte, die Bekehrung des Gouverneurs zu behindern. Daraufhin konfrontierte Saulus, erfüllt vom Heiligen Geist, ihn ohne zu zögern, und sprach eine kraftvolle Zurechtweisung aus. Du bist ein Betrüger, ein wahrer Diener des Bösen. Deine Zeit des Betrugs ist vorbei. Du wirst blind sein und in der Dunkelheit bleiben, bis Gott anders entscheidet. Augenblicklich umhüllte Dunkelheit die Augen des Magiers, der taumelte und um Hilfe flehte, um seinen Weg zu finden. Angesichts dieses Wunders wurde der Gouverneur zutiefst berührt und gab sich dem Herrn hin. Nach diesem Ereignis brachen Barnabas, Saulus und ihre Gefährten auf ins Land Pamphylien, während Johannes beschloss, nach Jerusalem zurückzukehren. Die verbleibende Gruppe reiste nach Antiochien, wo sie am Sabbat in die Synagoge gingen. Nach der Schriftlesung forderte der Leiter Barnabas und Saulus auf, ein ermutigendes Wort zu teilen. Saulus stand vor der Versammlung auf, atmete tief ein und begann, die Geschichte des Volkes Gottes zu erzählen. Er betonte, wie Gott die Vorfahren vom ägyptischen Joch befreit hatte, sie durch die Wüste geführt und ihnen trotz der Hindernisse, die sie unterwegs fanden, das verheißene Land geschenkt hatte. Seine Erzählung umfasste einen Zeitraum von ungefähr 450 Jahren bis zu den Tagen des Propheten Samuel. Gott in seiner unendlichen Weisheit ernannte Richter, um sein Volk zu führen. Aber als sie nach einem König verlangten, wählte Gott Saul, den Sohn des Kisch, aus dem Stamm Benjamin, um zu regieren. Nach 40 Jahren Regentschaft nahm Gott Saul die Krone und gab sie David, dessen Herz im Einklang mit dem göttlichen Zweck war. Aus dieser renommierten Linie ließ Gott einen Erlöser für Israel hervorgehen und erfüllte so seine Verheißungen. Jesus, der erwartete Messias, kam in die Welt, vorbereitet durch den Dienst Johannes des Täufers, der die Herzen auf die geistliche Transformation vorbereitete. Johannes erklärte demütig seine Rolle als Vorläufer und wies auf den kommenden Messias hin. Trotz der Beweise und Zeugnisse erkannten viele Jesus nicht als den verheißenen Messias an. Er wurde von den Behörden in Jerusalem verurteilt und zum Tod verurteilt, indem er die alten Prophezeiungen erfüllte, auch wenn sie ihre Bedeutung nicht vollständig verstanden. Doch die Geschichte endet nicht am Kreuz. Gott erweckte Jesus von den Toten, um seinen Sieg über Sünde und Tod zu bestätigen. Er erschien vielen und zeigte seinen Sieg über das Grab. Heute sind wir hier, um diese glorreiche Botschaft zu verkünden. Die Vergebung der Sünden und das ewige Leben sind durch den Glauben an den auferstandenen Jesus möglich. Ignoriert diese Worte nicht. Achtet auf die Zeichen Gottes um euch herum, denn er vollbringt Werke, die unser Verständnis übersteigen. Die Erfüllung der Prophezeiungen, die Auferstehung Jesu und die Verheißung der Vergebung liegen vor uns als Zeugen der göttlichen Gnade. Glaubt und werdet durch den Glauben an den auferstandenen Jesus vor Gott gerechtfertigt, dessen Macht über das Gesetz Moses hinausgeht. Mögen diese Wahrheiten in euren Herzen widerhallen und möget ihr die transformierende Kraft des auferstandenen Christus erkennen, der Hoffnung und Rettung für alle, die Glauben bringt. Verhärtet eure Herzen nicht, sondern seid offen für die Gnade, die Gott reichlich anbietet. Nach der Versammlung in der Synagoge wurden Paulus und Barnabas eingeladen, am nächsten Sabbat erneut zu predigen.
Während die meisten sich zerstreuten, suchten einige Juden und Proselyten die beiden Apostel auf, begierig darauf, mehr über das neue Leben in Christus zu hören. Paulus und Barnabas ermutigten sie und ermahnten sie, in der Gnade Gottes standhaft zu bleiben. Am nächsten Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Doch angesichts der großen Menge wurden einige Juden vom Neid überwältigt und begannen, sich gegen Paulus zu stellen, indem sie seine Worte auf bedrückende Weise widerlegten. Aber Paulus und Barnabas blieben standhaft und erklärten, dass die Botschaft des Heils zuerst an die Juden verkündet würde, aber angesichts ihrer Ablehnung die Tür für die Heiden offen sei. Die nichtjüdischen Zuhörer empfingen die Botschaft mit Freude. Und diejenigen, die für das ewige Leben bestimmt waren, setzten ihr Vertrauen auf Gott. Das Wort Gottes wurde geehrt und die Botschaft verbreitete sich schnell durch die Region wie ein unkontrollierbares Feuer. Dennoch überzeugten einige einflussreiche Juden in der Stadt, alarmiert über die wahrgenommene Bedrohung ihres Lebensstils, andere, Paulus und Barnabas, zu vertreiben. Die beiden Apostel, unerschüttert, zogen weiter in die nächste Stadt, Ikonium, voller Freude und des Heiligen Geistes. In Ikonium setzten sie ihre Praxis fort, die Synagoge aufzusuchen und die Botschaft zu teilen. Viele Juden und Heiden wurden von der Botschaft überzeugt, aber die Ungläubigen begannen sie zu diffamieren, Zweifel in den Köpfen der Menschen zu säen. Dennoch blieben Paulus und Barnabas für eine Weile in der Stadt und zeigten die Gaben Gottes durch Wunder und Wunder. Die öffentliche Meinung war geteilt, einige unterstützten die ungläubigen Juden, andere verteidigten die Apostel. Schließlich, als sie erfuhren, dass eine Gruppe gebildet wurde, um sie anzugreifen, flohen Paulus und Barnabas in benachbarte Städte, um ihre Mission zu verbreiten. In Lystra erlebten Paulus und Barnabas ein mächtiges Wunder. Ein Mann, der seit seiner Geburt gelähmt war, war unter den Zuhörern von Paulus Predigt. Als Paulus den Glauben des Mannes bemerkte, befahl er ihm aufzustehen, und sofort begann der Gelähmte zu gehen und zu springen, zur Verwunderung und Freude der Menge. Aber das Volk, erstaunt über das Wunder, interpretierte das Geschehene falsch. Sie glaubten, dass Paulus und Barnabas Götter seien, nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes. Sie bereiteten sogar eine Prozession vor, um Opfergaben für die beiden darzubringen. Aber die Apostel unterbrachen das Ritual, erklärten entsetzt, dass sie nur Menschen seien und dass sie gekommen seien, um die Botschaft des lebendigen Gottes zu verkünden, und ermahnten das Volk, seine Aberglauben aufzugeben. Dennoch ließ der Widerstand nicht lange auf sich warten. Juden aus Antiochia und Ikonium stachelten die Menge an, sich gegen Paulus und Barnabas zu erheben. Paulus wurde angegriffen und bewusstlos zurückgelassen, aus der Stadt gezogen und wie tot liegen gelassen. Aber als die Jünger ihn fanden, erholte er sich und kehrte in die Stadt zurück. Am nächsten Tag brach er mit Barnabas nach Derbe auf und setzte seine Missionsarbeit fort. Auf ihrem Weg durch Derbe, Lystra, Ikonium und Antiochia stärkten Paulus und Barnabas die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben, trotz der Schwierigkeiten, die sie erleben würden. In jeder Kirche wählten sie nach Gebet und Fasten Führer aus und weihten sie dem Herrn. Schließlich kehrten sie nach Antiochia zurück, dem Ausgangspunkt ihrer Missionsreise. Dort wurden sie mit Dankbarkeit empfangen und erkannten, dass sie durch Gottes Gnade gesandt und geschützt worden waren. So beendeten sie ihre Missionsreise im Bewusstsein, dass sie gute Arbeit für das Reich Gottes geleistet hatten. Nach ihrer Rückkehr nach Antiochia versammelten Paulus und Barnabas die Kirche und teilten ausführlich mit, wie Gott sie benutzt hatte, um die Türen des Glaubens für alle Nationen zu öffnen. Sie ruhten eine Weile dort aus, aber bald kamen einige Juden aus Judäa und bestanden darauf, dass die Nichtjuden gemäß dem Gesetz des Mose beschnitten werden müssten, um gerettet zu werden. Paulus und Barnabas widersprachen energisch und die Kirche beschloss, eine Delegation zu entsenden, darunter Paulus, Barnabas und andere Jünger, um die Angelegenheit den Aposteln und Führern in Jerusalem vorzulegen.
Während ihrer Reise verkündeten sie allen die wunderbare Botschaft des Heils und erfüllten die Herzen der Zuhörer mit Freude. In Jerusalem wurden sie herzlich von der Kirche empfangen, aber einige konvertierte Pharisäer erhoben Einwände. Eine besondere Versammlung wurde einberufen, um die Frage zu erörtern. Die Diskussionen wurden hitzig, bis Petrus einschritt und allen in Erinnerung rief, dass Gott deutlich gemacht hatte, dass auch die Heiden die Botschaft des Evangeliums hören und in die Familie Gottes aufgenommen werden sollten. Petrus berichtete, wie Gott den Heiligen Geist über die Heiden ausgegossen hatte, genauso wie über die Juden, ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Er argumentierte gegen die Verhängung der Gesetzesregeln des Mose über die neuen Gläubigen und betonte, dass allein durch die Gnade Jesu Christi alle gerettet werden, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft. Angesichts dieser Worte herrschte tiefe Stille in der Versammlung. Barnabas und Paulus teilten dann die Wunder und Wunder mit, die Gott durch ihren Dienst unter den Nationen bewirkt hatte, und die Stille hielt an, was die Akzeptanz und Überlegung der verkündeten Botschaft zeigte. Dann brach Jakobus das Schweigen und erinnerte alle daran, dass Gott von Anfang an deutlich gemacht hatte, dass die Nichtjuden in seinen Erlösungsplan einbezogen würden, wie von den Propheten prophezeit. Er zitierte die Worte der Propheten, die den Wiederaufbau des Hauses Davids ankündigten, damit alle Völker den Herrn suchen könnten und einen Ort finden, um dazuzugehören. Vor diesem Hintergrund schlug Jakobus eine Lösung vor, keine unnötige Last auf die Nichtjuden zu legen, die zum Herrn konvertieren. Stattdessen schlug er vor, einen Brief mit klaren Anweisungen zu schreiben, in dem sie ermahnt wurden, den Götzendienst zu meiden, die moralische Reinheit in Bezug auf Sexualität und Ehe aufrechtzuerhalten und die jüdischen Christen nicht durch Fragen zur Ernährung zu beleidigen. Alle Anwesenden stimmten dieser Entscheidung zu, und die Apostel wählten Judas und Silas, angesehene Männer in der Kirche, um Paulus und Barnabas zu begleiten und den Brief an die Gemeinden in Antiochien, Syrien und Zilizien zu übergeben. Der Brief, verfasst von den Aposteln und Führern, übermittelte Grüße und erklärte, dass einige Männer ohne Autorisierung die Brüder verwirrt und betrübt hatten. Jetzt stimmten sie einstimmig zu, Vertreter mit den treuen Barnabas und Paulus zu senden, indem sie vertrauenswürdige Männer auswählten, die Gefahren um Jesu Christi Willen auf sich genommen hatten. Und so beschlossen sie, geführt vom Heiligen Geist, dass die Brüder nicht mit Anforderungen belastet werden sollten, die über die in dem Brief festgelegten hinausgingen. Die Anbetung von Götzen zu vermeiden, die Ernährungsfragen der jüdischen Christen zu respektieren und die moralische Reinheit zu bewahren. Möge die Gnade Gottes mit ihnen allen sein. Als sie also nach Antiochien kamen und den Brief der Kirche vorlasen, empfanden sie tiefes Erleichterung und große Zufriedenheit. Judas und Silas stärkten die neuen Gläubigen mit ermutigenden Worten und ließen sie voller Hoffnung zurück. Als sie sich verabschiedeten, tauschten sie herzliche Umarmungen aus und kehrten zurück, um denen, die sie gesandt hatten, über das Ergebnis ihrer Mission zu berichten. Während sie in Antiochien blieben, widmeten sich Paulus und Barnabas dem Unterricht und der Verkündigung des Wortes Gottes, beschlossen jedoch bald, die Städte zu besuchen, in denen sie zuvor gepredigt hatten. Barnabas wollte Johannes, auch Markus genannt, mitnehmen, aber Paulus widersprach, besorgt über die Standhaftigkeit des jungen Mannes angesichts der Schwierigkeiten. So reiste Barnabas mit Markus nach Zypern, während Paulus Silas als Begleiter wählte und, empfohlen durch die Gnade des Herrn, nach Syrien und Zilizien ging. Auf ihrer Reise trafen Paulus und Silas Timotheus, einen angesehenen Jünger, und beschlossen, ihn mitzunehmen. Zuvor jedoch ließ Paulus ihn aus Rücksicht auf die Juden in der Region beschneiden. Während sie reisten, teilten sie die Richtlinien, die von den Aposteln und Führern in Jerusalem festgelegt worden waren, was die Kirchen jeden Tag stärkte und ihren Glauben und ihre Zahl vermehrte. Ursprünglich planten sie, in die Provinz Asien zu gehen, wurden aber durch den Heiligen Geist daran gehindert. Sie versuchten dann, nach Bithynien zu gehen, aber wiederum hinderte sie der Geist Jesu daran.
Nachdem sie Mysien durchquert hatten, gingen sie zum Hafen von Troas, wo Paulus einen aufschlussreichen Traum hatte. Eine Gestalt aus Mazedonien rief nach Hilfe. Angesichts dieses Zeichens bereitete sich Paulus sofort darauf vor, nach Mazedonien aufzubrechen. So war alles klar für Paulus und seine Gefährten. Sie wussten sicher, dass Gott sie berufen hatte, den Europäern zu predigen. Sie stiegen an Bord und fuhren direkt nach Samothrake. Am nächsten Tag kamen sie in Philippi an, der Hauptstadt dieser Region Mazedoniens und einer sehr wichtigen römischen Kolonie. Dort blieben sie mehrere Tage. An einem Sabbat verließen sie die Stadt und gingen zum Fluss, wo sie wussten, dass ein Gebetstreffen stattfand. Dort trafen sie eine Gruppe von Frauen und eine von ihnen, namens Lydia aus Thyatira, eine Händlerin von feinen Stoffen und gottfürchtend, hörte aufmerksam die Botschaft und der Herr öffnete ihr Herz, um zu glauben. Sie und ihr ganzes Haus wurden getauft. In einer Geste der Gastfreundschaft lud Lydia Paulus und seine Begleiter ein, in ihrem Haus zu bleiben, und sie nahmen das Angebot an. An einem anderen Tag, als sie auf dem Weg zum Gebetstreffen waren, wurden sie von einer Sklavin verfolgt, die einen Geist der Wahrsagerei hatte und ihren Herren Gewinn brachte. Sie wiederholte ständig, dass Paulus und seine Freunde Diener des höchsten Gottes seien und den Weg des Heils verkündeten. Dies dauerte mehrere Tage, bis Paulus verärgert sich zu ihr wandte und den Geist im Namen Jesu Christi aufforderte, von ihr zu weichen. Und in demselben Moment verließ der Geist sie. Als die Besitzer der Sklavin sahen, dass sie ihre Einnahmequelle verloren hatten, griffen sie Paulus und Silas und brachten sie auf den Markt, wo sie beschuldigt wurden, den Frieden zu stören und gefährliche Agitatoren zu sein, Juden, die gegen die Gesetze Roms verstießen. Die Menge begann dann, nach Bestrafung für sie zu verlangen. Die Richter befahlen, dass ihre Kleider zerrissen, sie ausgepeitscht und dann ins Gefängnis gebracht würden, unter strenger Überwachung des Kerkermeisters, der sie in die sicherste Zelle brachte, mit Ketten an den Füßen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott, und die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich gab es ein so starkes Erdbeben, dass die Türen des Gefängnisses aufsprangen und die Ketten aller losgingen. Der Kerkermeister wachte auf und sah die offenen Türen und dachte, dass die Gefangenen entflohen waren, also beschloss er, sich selbst umzubringen. Aber Paulus rief ihm zu und sagte, dass alle noch da seien. Der Kerkermeister, überrascht, bat um Rettung, und Paulus und Silas sagten ihm, seinen Glauben an den Herrn Jesus zu setzen, um gerettet zu werden. Der Kerkermeister führte sie nach draußen, zitternd vor Angst, und fragte, was er tun müsse, um gerettet zu werden. Paulus und Silas teilten ihm und seiner ganzen Familie die Botschaft des Herrn mit. Der Kerkermeister brachte sie in sein Haus, wusch ihre Wunden, und noch in derselben Nacht wurden er und alle seine Familie getauft. Dann lud er sie zu einem Festmahl ein, und alle feierten zusammen, denn es war große Freude in diesem Haus, da alle an Gott glaubten. Bei Tagesanbruch schickten die Richter die Gerichtsdiener mit dem Befehl, Paulus und Silas freizulassen. Der Kerkermeister informierte Paulus über die Entscheidung der Richter, dass sie frei seien, um zu gehen. Aber Paulus weigerte sich, heimlich zu gehen. Er bestand darauf, dass die Magistraten persönlich kommen und sie befreien, da sie als römische Bürger ohne ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren geschlagen und ins Gefängnis geworfen worden waren. Die Gerichtsdiener übermittelten die Nachricht den Magistraten, die erschrocken waren, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas römische Bürger waren. Sie gingen persönlich ins Gefängnis, entschuldigten sich und flehten sie an, die Stadt zu verlassen. Nach ihrer Freilassung gingen Paulus und Silas zu Lydias Haus, wo sie ihre Freunde trafen und sie im Glauben ermutigten. Danach machten sie sich auf den Weg nach Thessalonich, wo Paulus drei aufeinanderfolgende Sabbate in der Synagoge predigte und die Schriften erklärte, indem er zeigte, dass Jesus der verheißene Messias war, der sterben und auferstehen musste.
Viele Griechen und Frauen aus der Aristokratie nahmen die Botschaft an, aber die fanatischen Juden, voller Neid, hetzten eine gewalttätige Menge gegen Paulus und Silas auf und beschuldigten sie, die öffentliche Ordnung zu stören und Cäsar zu lästern. In jener Nacht, mitten in der Dunkelheit, holten Paulus und Silas Freunde sie aus der Stadt und schickten sie nach Beroia. In Beroia mischten sich Paulus und Silas in die örtliche jüdische Gemeinschaft ein, wo sie begeistert empfangen wurden. Die Juden prüften täglich die Schriften, um zu überprüfen, ob Paulus' Worte wahr waren, und viele von ihnen kamen zum Glauben, darunter einige bedeutende Griechen aus der Gemeinde, sowie einflussreiche Frauen und Männer. Als jedoch die harten Juden aus Thessalonich erfuhren, dass Paulus in Beroia predigte, kamen sie dorthin und hetzten die Menge gegen sie auf. Um Konflikte zu vermeiden, nahm Paulus ein Schiff und entkam übers Meer, wobei er Silas und Timotheus in Beroia zurückließ. Die Männer, die Paulus zur Flucht verholfen hatten, brachten ihn nach Athen, wo sie ihn verließen. Paulus schickte eine Nachricht an Silas und Timotheus, dass sie so bald wie möglich kommen sollten. Während er in Athen auf Silas und Timotheus wartete, wurde Paulus immer ärgerlicher über all die Götzen in der Stadt, denn sie war voll von ihnen. Er debattierte täglich in der Synagoge mit den Juden und mit anderen, die ähnlich dachten. Außerdem ging er auf die Straßen und diskutierte das Thema mit jedem, der zuhören wollte. Während dieser Interaktionen lernte er einige epikureische und stoische Intellektuelle kennen, mit denen er zu debattieren begann. Einige dieser Intellektuellen verachteten Paulus, aber andere waren fasziniert, als sie von Jesus und der Auferstehung hörten, denn es war eine neue Perspektive über die Götter. Diese Neuigkeit erregte die Aufmerksamkeit der Intellektuellen, die beschlossen, eine öffentliche Vorführung auf dem Areopag abzuhalten, einem Ort, der etwas mehr Ruhe bot. Sie bekundeten ihr Interesse und sagten zu Paulus: „Das ist für uns neu. Wir haben noch nie etwas Ähnliches gehört. Woher hast du das alles? Erkläre es uns. Wir wollen verstehen.“ Der Areopag war das Zentrum von Athen und ein idealer Ort, um neue Ideen zu diskutieren, da immer Leute dort herum waren, sowohl Einheimische als auch Besucher, die auf Neuigkeiten aus waren. Daraufhin betrat Paulus den Areopag und hielt seine Rede. „Es ist offensichtlich, dass ihr Athener eure Religion sehr ernst nehmt. Ich, als Neuankömmling hier, war fasziniert von der Anzahl der Heiligtümer, die ich gefunden habe. Dann fand ich eines, das niemand kennt. Ich bin hier, um euch genau diesen Gott vorzustellen, damit ihr ihn mit Intelligenz verehren könnt, wissend, mit wem ihr es zu tun habt. Dies ist der Gott, der den Himmel, die Erde und alles darin gemacht hat. Er wohnt nicht in maßgefertigten Heiligtümern, noch braucht er, dass die menschliche Rasse sich wegen ihm abmüht, als ob er sich nicht selbst behaupten könnte. Er hat alle Kreaturen gemacht, keine Kreatur hat ihn gemacht. Von nichts ausgehend schuf er die ganze menschliche Rasse und schuf die bewohnbare Erde, mit viel Raum und Zeit für ein Leben, in dem wir Gott suchen könnten, und anstatt im Dunkeln herumzutasten, könnten wir ihn tatsächlich finden. Er spielt kein Versteckspiel mit uns, er ist nicht an einem abgelegenen Ort, er ist ganz nah. Wir leben und bewegen uns in ihm, wir können ihm nicht entkommen. So hat es einer eurer Dichter mit Recht gesagt: Wir sind Gottes Geschöpfe. Nun, wenn wir von Gott geschaffen sind, macht es keinen Sinn zu denken, dass wir einen Künstler engagieren können, um uns Gott in Stein zu meißeln. Das ist kein Gott. Bis jetzt habt ihr das nicht bedacht, denn ihr wusstet nicht viel. Aber diese Zeit ist vorbei. Das Unbekannte ist jetzt bekannt und verlangt eine radikale Lebensänderung. Er hat einen Tag festgelegt, an dem die ganze Menschheit gerichtet wird und alles wird geklärt. Er hat auch den Richter benannt, indem er vor aller Augen bestätigte, als er ihn aus den Toten auferweckte. Als sie den Ausdruck „von den Toten auferstanden“ hörten, waren die Meinungen geteilt. Einige lachten über ihn und begannen Witze zu machen, während andere sagten: „Lass uns das Thema ein anderes Mal diskutieren, wir wollen mehr hören.“ Aber das reichte für diesen Tag aus und Paulus ging weg. Es gab auch solche, die dort überzeugt wurden und glaubten.
Unter ihnen war Dionysius, der Areopagit, und eine Frau namens Damaris aus Athen. Paulus reiste nach Korinth, wo er einen Juden namens Aquila aus Pontus und dessen Frau Priscilla traf. Sie waren kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius die Juden aus Rom vertrieben hatte. Paulus blieb bei ihnen und arbeitete zusammen mit ihnen im Zeltmacherhandwerk. Jeden Sabbat war er in der Synagoge und versuchte, Juden und Griechen von Jesus zu überzeugen. Als Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, konnte Paulus sich ganz der Predigt und Lehre widmen, um die Juden davon zu überzeugen, dass Jesus tatsächlich der Messias Gottes war. Aber er hatte nicht viel Erfolg. Sie gerieten in Streit. Sehr verärgert gab Paulus schließlich auf und sagte: »Tut, was ihr wollt, ihr habt euer Bett gemacht, also legt euch hinein. Von jetzt an werde ich meine Zeit den anderen Nationen widmen.« Danach zog er in das Haus von Titius Justus, einem Gottgeweihten und Nachbarn der Synagoge. Paulus' Bemühungen bei den Juden waren nicht ganz vergeblich, denn Crispus, der Vorsteher der Synagoge, begann an den Herrn zu glauben und seine ganze Familie glaubte mit ihm. Viele Korinther glaubten ebenfalls, als sie Paulus hörten und wurden getauft. Eines Nachts sprach der Herr im Traum zu Paulus: »Steh fest, lass nicht zu, dass dich jemand, egal was passiert, entmutigt. Ich bin mit dir und niemand wird dir Schaden zufügen können.« Das war alles, was er hören musste. Paulus blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte treu das Wort Gottes den Korinthern. Aber als Gallio Statthalter der Provinz Achaia wurde, hetzten die Juden eine Kampagne gegen Paulus an. Sie brachten ihn vor Gericht und beschuldigten ihn: »Dieser Mann verleitet das Volk, unrechtmäßige Kulte zu praktizieren.« Paulus war gerade dabei, sich zu verteidigen, als Gallio sie unterbrach und zu den Juden sagte: »Wenn das ein Fall von kriminellem Verhalten wäre, würde ich euch gerne zuhören. Aber das scheint eher ein Streit zwischen Juden zu sein, ein endloser Streit über religiöse Fragen. Kümmert euch selbst darum, ich werde keine Zeit damit verschwenden.« Dann befahl er, den Gerichtssaal zu räumen. Die Menge auf der Straße griff Sosthenes, einen neuen Synagogenvorsteher, an. Vor Gericht rührte Gallio keinen Finger. Es war eine völlige Gleichgültigkeit. Nachdem er noch eine Weile in Korinth verbracht hatte, war es an der Zeit für Paulus, sich von seinen Freunden zu verabschieden und nach Syrien zu segeln. Priscilla und Aquila waren bei ihm. Bevor er abreiste, in der Hafenstadt Cenchrea, ließ sich Paulus den Kopf scheren als Teil eines Gelübdes, das er gemacht hatte. Sie landeten in Ephesus, und Priscilla und Aquila blieben dort. Paulus nahm ein Schiff, um in der Synagoge zu den Juden zu predigen. Sie wollten, dass er länger blieb, aber Paulus sagte, er könne nicht. Doch nachdem er sich verabschiedet hatte, versprach er: »Ich werde wiederkommen, so Gott will.« Nachdem er eine beträchtliche Zeit mit den Christen in Antiochia verbracht hatte, machte sich Paulus erneut auf den Weg, dieses Mal nach Galatien, und folgte der alten Route Stadt für Stadt, immer die Jünger ermutigend. Dann tauchte ein Mann namens Apollos in Ephesus auf. Er war ein Jude, in Alexandria, Ägypten, geboren und ein sehr fähiger Redner, eloquent und kenntnisreich über den Weg des Herrn. Apollos war voller Begeisterung und seine Lehre über Jesus war genau, bis zu einem gewissen Grad, denn er kannte nur die Taufe des Johannes. Priscilla und Aquila hörten ihm zu, als er in der Synagoge kraftvoll predigte. Danach riefen sie ihn und erklärten ihm den Rest der Geschichte. Apollos beschloss, in die Provinz Achaia zu gehen. Die Freunde in Ephesus segneten ihn und schrieben einen Empfehlungsbrief, in dem sie darum baten, ihn offen zu empfangen. Die gute Aufnahme wurde belohnt. Apollos erwies sich als eine große Hilfe für die Bekehrten durch die überwältigende Gnade Gottes. Er war sehr geschickt im öffentlichen Streit mit den Juden, indem er überzeugende Beweise aus den Schriften vorbrachte, dass Jesus tatsächlich der Messias Gottes war. Während Apollos in Korinth war, ging Paulus den Weg durch die Berge und kam nach Ephesus, wo er einige Jünger fand. »Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?«, fragte Paulus. »Habt ihr ihn in eurem Herzen aufgenommen? Ist er wirklich in euch?« »Wir haben noch nicht einmal vom Heiligen Geist gehört«, antworteten sie. »Gott in uns?
Wie seid ihr dann getauft worden? Fragte Paulus. Mit Johannes Taufe, antworteten sie. Paulus sagte, das erklärt alles. Johannes predigte eine Taufe der radikalen Lebensänderung, damit das Volk bereit sein könnte für den, der nach ihm kommen würde, Jesus. Wenn ihr mit Johannes Taufe getauft worden seid, seid ihr jetzt bereit für das, worauf es wirklich ankommt, Jesus. Und das waren sie. Sobald sie das hörten, wurden sie im Namen des Herrn Jesus getauft. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam über sie. Dann lobten sie Gott in Sprachen und sprachen über Gottes Taten. An diesem Tag waren etwa 12 Personen dort. Danach ging Paulus zur Synagoge und blieb 3 Monate in der Stadt, indem er sich bemühte, ihnen das Reich Gottes überzeugend zu verkünden. Es begann jedoch Widerstand von einigen zu geben, die begannen Gerüchte über den christlichen Lebensstil zu verbreiten. Paulus zog sich zurück, nahm die Jünger mit sich und ließ sich in der Schule des Tyrannen nieder, wo er täglich unterrichtete. Er tat dies 2 Jahre lang und gab allen in der Provinz Asia, Juden und Griechen, reichlich Gelegenheit, die Botschaft des Herrn zu hören. Gott vollbrachte durch Paulus mächtige und ungewöhnliche Dinge. Die Nachricht verbreitete sich und die Menschen begannen Kleidungsstücke, Schweißtücher, Decken und ähnliche Dinge zu ihm zu bringen, damit sie von Paulus berührt wurden und dann die Kranken. Es war beeindruckend zu sehen, wie die Kranken geheilt und wiederhergestellt wurden. Einige jüdische Wanderexorzisten waren in der Stadt und versuchten zu tun, was sie dachten, dass die Arbeit von Paulus war. Sie erwähnten den Namen des Herrn Jesus gegenüber den Opfern böser Geister und sagten, Jesus von Paulus gepredigt. Die 7 Söhne eines Mannes namens Sheva, eines jüdischen Hohenpriesters, versuchten dies bei einem Mann, und der böse Geist antwortete, ich kenne Jesus und habe von Paulus gehört, aber wer seid ihr? Dann sprang der Besessene auf die Exorzisten, die eine ordentliche Tracht Prügel erhielten und mit zerrissener Kleidung und Verletzungen davonliefen. Sie flohen von dort, und die Angelegenheit wurde bekannt in ganz Ephesus unter Juden und Griechen, und es verbreitete sich die Überzeugung, dass Gott hinter all dem steckte. Die Neugierde auf Paulus verwandelte sich in Ehrfurcht vor dem Herrn Jesus. Viele der Gläubigen ließen die Zauberei hinter sich. Zauberer und Hexen kamen mit ihren Zauberbüchern und machten ein riesiges Feuer damit. Der Wert der Bücher belief sich auf 50.000 Silbermünzen. So wurde offensichtlich, dass das Wort des Herrn in Ephesus siegreich war. Danach beschloss Paulus, dass es Zeit war, in die Provinzen Mazedonien und Achaia vorzudringen und von dort nach Jerusalem zu gehen. Er sagte, ich gehe nach Rom, ich muss dorthin geleitet werden. Er schickte Erastus und Titus nach Asien, um einige Angelegenheiten zu regeln. Bevor er ging, brach in Ephesus ein großer Aufruhr über das auf, was als der richtige Weg bekannt war. Der Goldschmied Demetrius leitete ein Geschäft zur Herstellung von Artemis-Reliquien und beschäftigte viele Handwerker. Er versammelte seine Mitarbeiter und andere, die ihm Dienste leisteten, und sagte, »Männer, ihr wisst, dass wir hier ein gutes Geschäft haben und gesehen haben, wie Paulus sich in das einmischt, was wir tun, um uns zu diskreditieren, indem er behauptet, dass es keine Götter gibt, die von menschlichen Händen gemacht wurden. Viele unterstützen ihn.« Nicht nur die, die es betrifft, sondern in der ganzen Provinz Asien. Nicht nur unser Geschäft läuft Gefahr, bankrott zu gehen, sondern auch der Tempel unserer berühmten Göttin Artemis wird in Trümmern liegen. Wenn ihr glorreicher Ruf verblasst, betrifft das nicht nur diesen Ort, die ganze Welt verehrt unsere Artemis. Die Menge geriet außer Kontrolle und strömte auf die Straßen, rufend, »Große Artemis der Epheser!« und versetzte die ganze Stadt in Aufruhr. Sie liefen zum Stadion und packten 2 von Paulus' Gefährten, die Mazedonier Gaius und Aristarchus. Auch Paulus wollte gehen, aber die Jünger ließen es nicht zu. Einige angesehene religiöse Führer der Stadt, die Paulus wohlgesinnt waren, stimmten zu, »Nähert euch nicht dieser Menge!« Einige von ihnen riefen dies, andere jenes. Viele hatten keine Ahnung, was passierte oder warum sie dort waren. Während die Juden Alexander nach vorne drängten, um die Kontrolle zu übernehmen, hallten verschiedene Stimmen wider.
Große Artemis der Epheser! 2 Stunden lang schrien sie ununterbrochen. Schließlich brachte der Stadtschreiber die Menge zur Ruhe und sagte: Liebe Leute, weiß irgendjemand irgendwo nicht, dass unsere geliebte Stadt Ephesus die Beschützerin der glorreichen Artemis und ihres heiligen Steinstatues ist, die vom Himmel gefallen ist? Angesichts dessen, dass dies nicht geleugnet werden kann, ist es besser, dass jeder von euch sich um sein eigenes Leben kümmert. Solches Verhalten ist unter unserer Würde. Die Männer, die ihr hierher gebracht habt, haben weder unserem Tempel noch unserem Gott geschadet. Wenn Demetrius und seine Handwerkskameraden eine Beschwerde haben, können sie sie vor Gericht bringen und die Anklagen erheben, die sie wollen. Wenn sie noch etwas anderes stört, können sie ihre Beschwerden bei den regulären Treffen der Stadtverwaltung vorbringen. Überlassen Sie die Angelegenheit ihnen. Es gibt keine Entschuldigung für das, was heute passiert ist, denn wir haben die Stadt in Gefahr gebracht. Denkt daran, dass Rom Unruhestifter nicht gern sieht. Nachdem die Situation normalisiert war, versammelte Paulus die Jünger und ermutigte sie, in diesem guten Werk in Ephesus standhaft zu bleiben. Er verabschiedete sich von ihnen und ging nach Mazedonien, wo er das Land durchreiste und von einer Versammlung zur anderen ging, sie immer ermutigte, ermunterte und ihnen eine neue Hoffnung gab. Danach ging Paulus nach Griechenland und blieb dort 3 Monate. Als er sich einschiffen wollte, um nach Syrien zu fahren, schmiedeten die Juden eine Verschwörung gegen ihn. Daher entschied er sich, über Land durch Mazedonien zu reisen und seine Reisegefährten zu täuschen, die Sopater, den Sohn des Pyrrhus aus Beröa, Aristarchus und Sekundus aus Thessalonich, Gaius aus Derbe und Timotheus sowie die beiden Jünger aus Asien, Tychikus und Trophimus, waren. Sie gingen voraus und warteten in Troas auf uns, während wir in Philippi die Passawoche verbrachten und dann abreisten. 5 Tage später waren wir wieder bei ihnen in Troas und verbrachten dort 1 Woche. Wir versammelten uns am Sonntag zum Gottesdienst und zum Abendmahl des Herrn. Paulus sprach zur Gemeinde, und unser Plan war es, früh am Morgen aufzubrechen, aber Paulus sprach bis weit nach Mitternacht. Wir waren in einem hell erleuchteten Obergeschoss versammelt. Ein junger Mann namens Eutychus saß an einem Fenster. Während Paulus Worten schlief er ein und fiel aus dem 3. Stockwerk. Als sie ihn versorgten, war er tot. Paulus ging auch hinunter und schüttelte den Jungen und sagte: Kein Weinen, er lebt noch. Danach stieg er hinauf, um das Abendmahl des Herrn zu feiern, und sprach bis zum Morgengrauen über den Glauben. Nach Abschluss der Versammlung machte sich Paulus auf den Weg. Der Junge war am Leben und ging mit den Mitgliedern der Gemeinde, die sehr glücklich waren. In der Zwischenzeit gingen wir anderen an Bord des Schiffes und segelten nach Assos, wo wir Paulus treffen wollten. Denn er wollte dort predigen und hatte bereits Vorbereitungen getroffen. Alles verlief nach Plan. Wir trafen uns in Assos und holten ihn von dort ab. Am nächsten Tag segelten wir nach Mytilene, machten viele Meilen und kamen schließlich einen Tag später in Milet an. Paulus hatte beschlossen, Ephesus zu meiden, um nicht in der Provinz Asia zu bleiben. Er hatte es eilig, denn er wollte rechtzeitig zum Pfingstfest nach Jerusalem kommen. Von Milet aus ließ Paulus die Ältesten der Gemeinde kommen. Als sie ankamen, sagte er zu ihnen: Ihr wisst, dass ich mich seit dem Tag, an dem ich nach Asien kam, ganz euch gewidmet habe und mein Leben dem Dienst am Herrn hingegeben habe, indem ich mich den Fallen stellte, die die Juden gegen mich legten, und nichts war geheim. Ihr habt alle Wahrheit und Ermutigung erhalten, die ihr brauchtet. Ich habe an öffentlichen Orten und in Häusern gelehrt und Juden und Griechen gleichermaßen ermahnt, ein radikales Lebensänderung vor Gott und in vollem Vertrauen auf unseren Herrn Jesus zu vollziehen. Aber jetzt steht eine andere dringende Realität vor mir. Ich fühle mich gedrängt, nach Jerusalem zu gehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passieren wird, wenn ich dort ankomme. Ich weiß nur, dass es nicht einfach sein wird, denn der Heilige Geist hat mich gewarnt, dass Leiden und Gefängnis auf mich warten.
Aber das ist unwichtig. Mir geht es darum, das zu vollenden, was Gott begonnen hat. Die Aufgabe, die mir der Herr Jesus übertragen hat, allen, denen ich begegne, die außergewöhnliche Gnade Gottes zu offenbaren. Deshalb werdet ihr mich nicht wiedersehen, auch ich euch nicht. Mit denen ich so hart gearbeitet habe, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, habe ich mein Bestes für euch gegeben. Ich habe mich voll und ganz eingesetzt und nichts von Gottes Absicht für euch verschwiegen. Nun liegt es an euch. Steht fest für euch selbst und für die Gemeinschaft. Der Heilige Geist gibt euch jetzt die Verantwortung für diese Schafe, die das Volk Gottes sind. Ihr habt die Pflicht, sie zu bewahren und zu schützen. Gott selbst hielt es für wert, für sie zu sterben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied wilde Wölfe auftreten werden, um die Herde anzugreifen. Männer aus euren eigenen Reihen, die die Worte verdrehen werden, um die Jünger zu verführen, Jesus nicht zu folgen, sondern anderen. Seid also wachsam. Denkt an diese 3 Jahre, in denen ich unermüdlich für euch gearbeitet habe, mein Herz für euch ausgeschüttet habe. Jetzt übergebe ich mich Gott, unserem wunderbaren Gott, dessen Wort euch formen kann. Damit ihr das seid, was er will, und euch alles gewähren kann, was ihr in dieser Gemeinschaft von heiligen Freunden braucht. Ihr wisst sehr gut, dass ich nie Reichtum gesucht habe oder mich in Luxus gekleidet habe. Mit diesen reinen Händen habe ich meine eigenen Bedürfnisse und die derer, die mit mir gearbeitet haben, versorgt. In allem, was ich getan habe, habe ich euch gezeigt, dass man den Schwachen helfen muss, sie nicht ausbeuten. Ihr werdet nicht im Unrecht sein, wenn ihr euch daran erinnert, was der Herr gesagt hat. Selig ist es, zu geben als zu empfangen. Nachdem er gesprochen hatte, kniete Paulus nieder und die anderen taten es ihm gleich. Sie alle beteten und es floss ein Strom von Tränen. Viele umarmten Paulus, wollten sich nicht trennen, da sie wussten, dass sie ihn nicht mehr sehen würden, wie er selbst erklärt hatte. Mit schwerem Herzen begleiteten sie ihn zum Schiff. So setzten sie nach einer herzlichen Verabschiedung ihre Reise fort und steuerten auf Kos zu. Am nächsten Tag erreichten sie Rhodos und später Patara. Dort fanden sie ein Schiff, das nach Phönizien fuhr, und stiegen ein, um die Fahrt anzutreten. Sie hielten immer das Land zur Linken, aber bald konnte es nicht mehr gesehen werden. Sie steuerten Kurs auf Syrien und legten schließlich im Hafen von Tyrus an. Während die Fracht entladen wurde, suchten sie die Jünger in der Stadt auf und blieben 7 Tage bei ihnen. Ihre Botschaft an Paulus, basierend auf einer vom Geist verliehenen Erkenntnis, lautete: Geh nicht nach Jerusalem. Als ihre gemeinsame Zeit vorbei war, begleiteten alle Jünger, Männer, Frauen und Kinder Paulus zum Hafen. Es war ein großes Abschiedsfest. Sie knieten sich am Strand nieder und beteten. Nach einer weiteren Runde von Abschieden stiegen sie an Bord, während die Jünger nach Hause zurückkehrten. Eine schnelle Reise von Tyrus aus beendete die Reise. Sie grüßten ihre christlichen Freunde dort und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg nach Caesarea und blieben 7 Tage bei Philippus, dem Evangelisten. Philippus hatte 4 Töchter, die Jungfrauen waren und prophetisch redeten. Der Besuch dauerte mehrere Tage und ein Prophet aus Judäa namens Agabus kam, um sie zu besuchen. Agabus ging direkt auf Paulus zu, nahm seinen Gürtel und sagte in einer dramatischen Geste: Das sagt der Heilige Geist, die Juden in Jerusalem werden den Mann, der diesen Gürtel trägt, festnehmen und ihn von den Heiden misshandeln lassen. Als sie das hörten, baten sie alle, Paulus inständig von der Reise nach Jerusalem abzulassen, aber er blieb unerschütterlich. Er erklärte, dass es nicht nur darum ging, was mit ihm in Jerusalem geschehen würde, ob er verhaftet oder getötet würde, sondern darum, was der Herr Jesus durch seinen Gehorsam tun würde.
Als sie merkten, dass es nutzlos war, darauf zu bestehen, gaben sie nach und sagten, dein Wille geschehe, Herr. Das geschah kurz bevor sie nach Jerusalem aufbrachen. Einige der Jünger aus Caesarea begleiteten sie und brachten sie zum Haus des Menasson, wo sie herzlich als Gäste empfangen wurden. Menasson, ein Einwohner von Zypern, war einer der ältesten Jünger. In Jerusalem wurden sie von ihren Freunden mit großer Freude empfangen. Am nächsten Morgen begleiteten sie Paulus, um sich zu kleiden. Alle Kirchenleiter waren dort. Nach den Begrüßungen und ein wenig Unterhaltung erzählte Paulus ausführlich, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Sie hörten freudig zu und priesen Gott. Auch sie hatten eine Geschichte zu erzählen. Seht, was hier geschieht. Tausende von Juden, alle eifrig in der Einhaltung des Gesetzes des Mose, haben an Jesus geglaubt. Es gibt jedoch ein Problem. Sie haben von dir gehört und sind besorgt, dass du den unter den Heiden lebenden Juden beibringst, sich von Mose abzuwenden. Indem du sagst, dass sie ihre Kinder nicht beschneiden müssen und unsere Traditionen nicht beachten müssen. Ist das nicht wahr? Wir machen uns Sorgen darüber, was passieren wird, wenn sie herausfinden, dass du in der Stadt bist. Es wird sicherlich Probleme geben. Hier ist unser Rat. Vier Männer aus unserer Gemeinde haben ein Reinigungsgelübde abgelegt. Schließe dich ihnen an und übernehme die Kosten, damit sie ihre Haare abschneiden können. So wird jeder wissen, dass die Gerüchte über dich nicht wahr sind, sondern dass du selbst im Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Mose lebst. Was die bekehrten Heiden betrifft, möchten wir noch einmal betonen, was wir euch bereits gesagt haben. Ihr sollt euch enthalten von Speisen, die den Götzen geopfert wurden, vom Blut, von ersticktem Fleisch und von Unzucht. Paulus stimmte dem Anliegen zu, schloss sich den Männern beim Reinigungsritual an und bezahlte ihre Ausgaben. Am nächsten Tag betrat er den Tempel, um das Ende der Reinigungszeit offiziell zu bestätigen, und blieb dort, bis die Opfer gemäß dem Brauch dargebracht wurden. Als die 7 Reinigungstage fast vorüber waren, erkannten einige Juden aus Ephesus Paulus im Tempel. Sie packten ihn sofort, riefen um Hilfe und beschuldigten ihn der Gotteslästerung gegen die Religion und den Tempel. Sie vermuteten, dass Paulus einen Griechen namens Trophimus aus Ephesus in den Tempel geführt hatte und so die ganze Stadt in Aufruhr versetzte. Eine Menschenmenge versammelte sich und die Juden versuchten, Paulus zu töten. Aber als die Nachricht den Kommandanten der römischen Garnison erreichte, schickte er Soldaten, um einzugreifen und Paulus aus der wütenden Menge zu retten. Der Hauptmann nahm Paulus fest und befahl, ihn in Ketten zu legen. Dann fragte er, wer er sei und was er getan habe. Alles, was er von der Menge bekam, war ein ohrenbetäubendes Geschrei. Es war unmöglich zu verstehen, was sie sagten. Deshalb beschloss er, Paulus zur Festung zu bringen. Als sie jedoch die Tempeltreppen erreichten, wurde die Menge so gewalttätig, dass die Soldaten den Gefangenen tragen mussten. Während sie ihn trugen, folgte ihm die Menge. Als sie die Treppen erreichten, bevor sie eintraten, sagte Paulus zum Hauptmann, »Kann ich etwas sagen?« Er antwortete, »Ich wusste nicht, dass du Griechisch sprichst. Ich dachte, du wärst der Ägypter, der vor kurzem hier einen Aufstand begonnen und sich mit 4000 Banditen in der Wüste versteckt hat. Paulus antwortete, nein, ich bin Jude, geboren in Tarsus. Ich bin immer noch Bürger dieser einflussreichen Stadt und ich habe eine einfache Bitte, erlauben Sie mir, zur Menge zu sprechen. Paulus stand auf der Treppe, drehte sich um, hob die Arme und die Menge verstummte, als er begann, auf Hebräisch zu sprechen. »Meine verehrten Brüder und Väter«, sagte er, »hört genau zu, was ich sage, bevor ihr Schlussfolgerungen über mich zieht.« Als sie hörten, dass er Hebräisch sprach, wurden sie noch aufmerksamer. Niemand wollte ein Wort verpassen. Er fuhr fort, »Ich bin ein gläubiger Jude, geboren in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber hier in Jerusalem unter der strengen Aufsicht des Rabbi Gamaliel erzogen. Ich wurde streng in unseren religiösen Traditionen unterrichtet. Außerdem habe ich mich immer aufrichtig Gott gewidmet. Bis heute habe ich jeden verfolgt, der mit dem Weg verbunden ist und mit Gewalt gehandelt, bereit zu töten um Gottes Willen. Ich verfolgte Männer und Frauen und warf viele ins Gefängnis.
Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie den Hohen Priester oder ein beliebiges Mitglied des Rates. Sie kennen mich sehr gut. Einmal ging ich mit offiziellen Dokumenten nach Damaskus zu unseren Brüdern, die dort lebten, um die Anhänger Jesu zu jagen, sie zu verhaften und nach Jerusalem zurückzubringen, um verurteilt zu werden. Als ich mich Damaskus näherte, gegen Mittag, leuchtete ein helles Licht vom Himmel und fiel auf die Erde. Verwirrt hörte ich eine Stimme: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte ich. Er sagte: »Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst.« Meine Begleiter sahen das Licht, aber sie hörten das Gespräch nicht. Paulus fuhr fort, seine Glaubensreise zu erzählen und betonte die bedeutenden Begegnungen, die er seit seiner Bekehrung in Damaskus bis zu seiner Rückkehr nach Jerusalem hatte. Er teilte mit, wie ihn Ananias, ein Mann von hervorragendem Ruf, aufgenommen und in seinem neuen Glauben ermutigt hatte und wie er die göttliche Bestätigung seiner Mission erhalten hatte. Paulus erklärte, wie er trotz seiner früheren Verdienste als Verfolger der Anhänger Jesu berufen wurde, ein Instrument Gottes unter den Heiden zu sein. Während Paulus sprach, reagierte die Menge tumultartig und äußerte sowohl Zustimmung als auch Feindseligkeit. Die Situation wurde immer chaotischer und einige forderten den Tod von Paulus. Der Kommandant der Wache griff ein, um Paulus vor der wütenden Menge zu schützen und befahl, ihn zur Festung zu bringen, um ihn zu befragen. Bevor jedoch die Vernehmung beginnen konnte, überraschte Paulus alle, indem er seine römische Bürgerschaft offenbarte. Diese Enthüllung veränderte drastisch den Verlauf der Ereignisse, denn einen römischen Bürger ohne ordentliches Gerichtsverfahren zu foltern, war illegal. Der Kommandant war über seine eigene Handlung alarmiert und beschloss, die Situation genauer zu untersuchen. Am nächsten Tag berief der Kommandant eine Besprechung mit den Hohenpriestern und dem Rat ein, um die Anschuldigungen der Juden gegen Paulus besser zu verstehen und den geeigneten Handlungsverlauf zu bestimmen. Die Situation war weit davon entfernt, gelöst zu sein, und die Unsicherheit über Paulus' Schicksal lag in der Luft. Paulus hielt vor dem Rat standhaft an seiner Position fest und erklärte, dass er immer mit einem reinen Gewissen vor Gott gelebt habe. Diese Aussage verärgerte den Hohepriester, der schnell reagierte und anordnete, dass Paulus für seine Worte bestraft werde. Paulus verteidigte sich jedoch, indem er argumentierte, dass er nicht wusste, dass er mit dem Hohepriester sprach, aber zugab, dass das Gesetz das Schlechtreden der Regierenden verbietet. Als Paulus die Spaltung zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern im Rat bemerkte, beschloss er, diese Spaltung zu seinem Vorteil zu nutzen. Er identifizierte sich als Pharisäer und nannte seinen Glauben an die Auferstehung der Toten als Grund für sein Gericht. Dies führte sofort zu einer Spaltung unter den Mitgliedern des Rates, wobei die Pharisäer Paulus verteidigten und die Sadduzäer sich gegen ihn stellten. Die Diskussion wurde immer hitziger mit den Pharisäern und Sadduzäern, die sich mit erhitzten Argumenten gegenüberstanden. Die Situation wurde so chaotisch, dass der Kommandant der Wache um die Sicherheit von Paulus fürchtete und anordnete, dass er von dort entfernt und zur Festung zurückgebracht werde, um sicher befragt zu werden. Die Spaltung unter den religiösen Führern zeigte, wie geschickt Paulus die Unterschiede zwischen ihnen zu seinem eigenen Schutz nutzte. An jenem Abend, nachdem er die göttliche Offenbarung erhalten hatte, dass alles zum Besten verlaufen würde, wurde Paulus über den tödlichen Plan informiert, den die Juden gegen ihn ausgeheckt hatten. Etwa 40 Männer hatten einen feierlichen Schwur geleistet, weder zu essen noch zu trinken, bis Paulus tot war. Dieses Mordkomplott wurde den führenden Priestern und religiösen Führern vorgelegt. Paulus' Neffe, als er von diesen Plänen erfuhr, eilte zur Festung und informierte Paulus. Der Kommandant der Wache, nachdem er den Bericht gehört hatte, ergriff sofort Maßnahmen zum Schutz von Paulus' Leben.
Er wies seine Untergebenen an, eine beträchtliche Militäreskorte zusammenzustellen, um Paulus nach Caesarea zu bringen, wo er sicher sein würde und wo die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen angemessen untersucht werden könnten. Der Kommandant ordnete an, dass 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Lanzenreiter sofort einsatzbereit gemacht werden sollten und markierte den Abmarsch für 9 Uhr abends. Darüber hinaus wurden 2 Maultiere zur Beförderung von Paulus und seinem Gepäck bereitgestellt. Sein Ziel war es, sicherzustellen, dass Paulus gesund und unversehrt zum Statthalter Felix in Caesarea gebracht wurde, wo er vor den bösen Plänen der jüdischen Verschwörer geschützt wäre. Nachdem er Paulus' Neffen entlassen hatte, betonte der Kommandant die Wichtigkeit der Geheimhaltung der Angelegenheit, um zu verhindern, dass die Pläne der Juden vorzeitig enthüllt wurden. Dann ernannte er 2 Zenturionen, um die Eskorte zu führen und sicherzustellen, dass Paulus während der gesamten Reise geschützt wurde. Diese schnelle und entschiedene Intervention des Kommandanten rettete Paulus' Leben und zeigte seinen Entschluss, Gerechtigkeit walten zu lassen und die Rechte eines römischen Bürgers zu schützen. Nachdem er alle Maßnahmen ergriffen hatte, um die Sicherheit von Paulus zu gewährleisten, schrieb der Kommandant Lysias einen Brief an den Statthalter Felix und erklärte die Situation. Er berichtete, wie er Paulus vor einer jüdischen Menge gerettet hatte, die ihn töten wollte, als sie erfuhren, dass er römischer Bürger war. Lysias klärte auf, dass er Paulus dem jüdischen Rat vorgestellt hatte, um den Grund für seine Festnahme herauszufinden, aber feststellte, dass es sich nur um eine religiöse Auseinandersetzung handelte, nicht um ein Verbrechen. Der Kommandant informierte auch den Statthalter über den Plan der Juden, Paulus zu ermorden, und entschied aus Sicherheitsgründen, ihn nach Caesarea zu Felix zu schicken. So brachten die Soldaten Paulus sicher durch die Nacht und übergaben ihn am nächsten Morgen dem Statthalter zusammen mit dem Brief. Felix, nachdem er den Brief gelesen hatte, befragte Paulus über seine Herkunftsprovinz und Paulus antwortete, dass er aus Zilizien stammte. Der Statthalter entschied dann, sich des Falles von Paulus anzunehmen und ordnete an, dass er in der offiziellen Residenz des Herodes festgehalten werde, bis seine Ankläger sich äußerten. 5 Tage später kam der Hohepriester Hananias zusammen mit einer Gruppe jüdischer Führer, darunter ein Anwalt, zum Statthalter Felix. Sie legten dem Statthalter ihre Anklagen gegen Paulus vor. Als Paulus vor Gericht gerufen wurde, um auf die Anschuldigungen zu antworten, begann der Anwalt der Juden im Namen der Anklage zu sprechen. Er drückte dem Statthalter Felix seine Dankbarkeit für seine weise und friedliche Regierung aus und erkannte an, dass der Frieden und das Wohlergehen der Region weitgehend ihm zu verdanken waren. Der Anwalt wandte sich dann direkt an Paulus und bat höflich den Statthalter, ihm zuzuhören. Der Anwalt beschuldigte Paulus, den Frieden gestört zu haben, indem er Unruhen unter den Juden in der ganzen Welt angestiftet hatte und der Anführer einer gefährlichen Sekte namens Nazarener war. Er behauptete, dass Paulus auch versucht hatte, den heiligen Tempel zu entweihen und rechtfertigte so seine Verhaftung. Der Anwalt betonte, dass all diese Anschuldigungen während des Verhörs überprüft werden könnten. Die anwesenden Juden im Gericht unterstützten die Anklagen des Anwalts und stimmten zu, dass Paulus der Verbrechen schuldig sei, die genannt wurden. Der Statthalter Felix deutete dann auf Paulus und signalisierte, dass es an ihm sei, auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu antworten. Paulus begann seine Verteidigung, indem er seine Dankbarkeit ausdrückte, dass er die Gelegenheit hatte, sich vor einem so gerechten Gouverneur wie Felix zu verteidigen. Er erklärte, dass er erst seit 12 Tagen in Jerusalem sei und dass sein Zweck, die Stadt zu besuchen, darin bestehe, das Pfingstfest zu feiern. Paulus betonte, dass er während dieser Zeit nichts Falsches getan habe und forderte seine Ankläger heraus, Beweise oder Zeugen für ihre angeblichen Vergehen vorzulegen. Er gab zu, ein Anhänger des Weges zu sein, den seine Ankläger als Sekte bezeichneten, behauptete jedoch, dass er demselben Gott diente und ihn anbetete wie seine Vorfahren gemäß den Schriften.
Paulus bekannte seinen Glauben an die Auferstehung der Toten, eine Lehre, die er mit den Pharisäern teilte. Er argumentierte, dass, wenn dies als Verbrechen angesehen würde, dann auch seine Ankläger schuldig sein müssten, da sie dieselbe Lehre glaubten. Paulus verteidigte sein Verhalten während seiner Abwesenheit aus Jerusalem und erklärte, dass er eine Spende für die Armen und für den Tempel gesammelt hatte und in keiner illegalen Aktivität verwickelt war. Er erklärte, dass es während seiner Gebete im Tempel war, dass seine Ankläger ihn fanden, aber dass keine Menschenmenge oder Unruhe anwesend war. Paulus wies auch auf die Feigheit seiner Ankläger hin, die nicht anwesend waren, um ihre Anschuldigungen zu unterstützen. Er beendete seine Verteidigung, indem er fragte, ob der einfache Glaube an die Auferstehung in den Augen des Gouverneurs Felix als Verbrechen angesehen würde, und forderte damit die Anschuldigungen gegen ihn heraus. Felix, der Gouverneur, zögerte, sofort eine Entscheidung über Paulus' Fall zu treffen. Obwohl er über das Christentum gut informiert war, entschied er sich aus politischen Gründen, die Lösung des Problems aufzuschieben. Er beschloss, erst eine Entscheidung zu treffen, wenn der Hauptmann Lysias, der für Paulus verantwortlich war, zurückkehrte. In der Zwischenzeit ordnete er an, dass Paulus in Gewahrsam gehalten werde, jedoch mit gewisser Autonomie, was es seinen Freunden erlaubte, ihn zu besuchen. Einige Tage später luden Felix und seine jüdische Frau Drusilla Paulus ein, um seine Perspektive zum Christentum zu hören. Paulus nutzte die Gelegenheit, um über Gerechtigkeit, moralische Disziplin und das zukünftige Gericht zu sprechen. Felix fühlte sich unwohl bei dem Gespräch und unterbrach es, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu verschieben. 2 Jahre lang hielt Felix Paulus im Gefängnis fest, in der Hoffnung, dass er Bestechung anbieten würde. Felix wurde jedoch von Porcius Festus abgelöst, der ebenfalls versuchte, den Juden zu gefallen. Festus ließ Paulus im Gefängnis in Caesarea und die jüdischen Anführer verstärkten ihre Bemühungen, ihn zu verurteilen. Als Festus sein AMT antrat, baten die jüdischen Anführer darum, dass Paulus nach Jerusalem gebracht werde, um auf die Anklagen zu antworten, mit der Absicht, ihn unterwegs zu überfallen und zu töten. Paulus appellierte jedoch darauf, in Rom vor Gericht gestellt zu werden, wo er unter der Gerichtsbarkeit des Kaisers stehen würde. Festus stimmte Paulus Bitte zu und beschloss, ihn nach Caesar zu schicken. Somit entschied Festus, dass Paulus nach Rom gebracht werden sollte, um vom Kaiser gerichtet zu werden. Einige Tage später besuchten König Agrippa und seine Frau Berenice Caesarea, um Festus zu seiner neuen Rolle als Gouverneur zu gratulieren. Nach einigen Tagen stellte Festus den Fall von Paulus König Agrippa vor und erklärte, dass er einen Gefangenen hinterlassen habe, den Felix zurückgelassen hatte. Festus informierte König Agrippa über die Anklagen, die von den obersten Priestern und Führern des Volkes gegen Paulus erhoben wurden, wobei er betonte, dass die Anklagen hauptsächlich auf religiösen Fragen und dem Glauben von Paulus an die Auferstehung Jesu Christi beruhten. Festus erklärte, dass er als Neuling in der Region Paulus die Möglichkeit geboten hatte, in Jerusalem vor Gericht zu stehen. Aber er lehnte ab und zog es vor, vor Gericht in Caesarea zu erscheinen. Vor Gericht präsentierten die Ankläger keine substanziellen Beweise gegen Paulus und ihre Anklagen schienen mehr von religiösen als von realen Verbrechen motiviert zu sein. Festus entschied, ihn in Gewahrsam zu behalten, bis er ihn nach Rom schicken könnte, um vom Kaiser gerichtet zu werden. König Agrippa bekundete sein Interesse daran, die Geschichte von Paulus persönlich zu hören, und Festus stimmte zu, ihn am nächsten Tag für eine Anhörung zu bringen. Am nächsten Tag erschienen alle wichtigen Bürger von Caesarea im Auditorium. Die ranghöchsten Militärs waren anwesend, zusammen mit König Agrippa und Berenice, die einen markanten Auftritt hatten und ihre Plätze einnahmen. Festus ordnete dann an, dass Paulus vor sie gebracht werde. Festus wandte sich an König Agrippa und die angesehenen Gäste und erklärte, dass eine Gruppe von Juden in Jerusalem und dann in Caesarea gefordert hatte, dass er Paulus loswerden solle, indem sie seine Hinrichtung forderten.
Nach Prüfung des Falles kam Festus jedoch zu dem Schluss, dass Paulus keines der Todesstrafe würdigen Verbrechen begangen hatte. Er beschloss, Paulus nach Rom zu schicken, um vom Kaiser Caesar gerichtet zu werden. Jedoch hatte er Schwierigkeiten, eine gültige Anklage für seinen Brief an den Kaiser zu finden. Festus bat den König Agrippa und die Anwesenden, Paulus zuzuhören und zu überprüfen, ob eine der Anklagen der Juden begründet war. Er äußerte seine Bedenken darüber, einen Gefangenen so weit zu schicken, um ohne eine substanzielle Anklage verurteilt zu werden. Dann gab König Agrippa das Wort an Paulus, erlaubte ihm, sich vor allen zu verteidigen. Paulus nahm seinen Platz ein und begann zu sprechen. Ich kann mir niemand Besseren vorstellen, vor dem ich auf all diese Anschuldigungen der Juden antworten möchte, als Sie, der die jüdischen Bräuche und inneren Diskussionen so gut kennt. Seit meiner Jugend habe ich unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Praktisch alle Juden in der Stadt, die mich aufwachsen sahen, können bestätigen, dass ich als eifriger Pharisäer gelebt habe, mit ganzem Herzen und ganzer Seele dem verpflichtet, was Gott meinen Vorfahren versprochen hat, derselben Hoffnung, die die 12 Stämme über all die Jahrhunderte Tag und Nacht erwartet haben. Für diese bewährte und geprüfte Hoffnung bin ich von den Juden angeklagt worden. Sie sollten vor Gericht stehen, nicht ich. Bei meinem Leben kann ich nicht verstehen, warum es ein Verbrechen sein sollte, zu glauben, dass Gott Tote auferweckt. Ich gebe zu, dass ich nicht immer diese Überzeugung hatte. Eine Zeit lang dachte ich, es sei meine Pflicht, diesen Jesus aus Nazareth mit all meinen Kräften zu verfolgen, gestützt auf die Autorität der obersten Priester. Ich habe den Tod der Christen beschlossen, sie ins Gefängnis von Jerusalem geworfen und die Synagogen überfallen, um sie zu zwingen, gegen Jesus zu lästern. Ich war ein besessener Schrecken, der dieses Volk zerstören wollte. Dann begann ich dasselbe in den Städten rund um Jerusalem zu tun. Eines Tages auf dem Weg nach Damaskus mit Schriftstücken der obersten Priester, die mich zum Handeln autorisierten, genau zur Mittagszeit kam ein Licht, das heller war als die Sonne, vom Himmel über mich und meine Begleiter. Der Glanz war unglaublich und wir alle fielen zu Boden. Dann hörte ich eine Stimme auf Hebräisch, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum sträubst du dich gegen den Stachel?« Ich sagte, »Wer bist du, Herr?« Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber jetzt steh auf, denn ich habe eine Mission für dich. Ich habe dich erwählt, ein Diener und Zeuge von dem zu sein, was heute geschehen ist und von dem, was ich dir noch zeigen werde. Ich sende dich, um die Augen derer zu öffnen, die mich nicht kennen, damit sie den Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit sehen und das Licht wählen können, damit sie den Unterschied zwischen Gott und Satan sehen und Gott wählen können. Ich sende dich, um mein Angebot der Sündenvergebung und eines Platzes in der Glaubensfamilie vorzustellen. Du wirst sie einladen, sich denen anzuschließen, die wirklich leben, weil sie an mich glauben. Was sollte ich tun? Ich konnte nicht einfach vor einer Vision wie dieser fliehen. Ich fing an zu glauben, wurde gehorsam in dem Moment und begann sofort dort in Damaskus zu predigen. Eine radikale Lebensänderung für Gott und alles, was sie im täglichen Leben bedeutet. Dann ging ich nach Jerusalem und in andere Teile unseres Landes und von dort in die ganze Welt. Weil ich zum ganzen Welt spreche, haben mich die Juden ergriffen. An dem Tag versuchten sie mich zu töten. Sie wollen Gott nur für sich behalten. Aber Gott war an meiner Seite, wie er versprochen hatte. Und ich sage jetzt allen, was der Propheten zu sagen hatte. Alles, was ich sage, stimmt mit dem überein, was die Propheten von Moses gesagt haben. Zuerst sollte der Messias sterben, dann würde er auferstehen. Er wäre der erste Strahl des strahlenden Morgenglanzes Gottes über den Menschen, die nah und fern sind. So viele, die in der Praxis des Bösen leben. So viele, die Gott fürchten. Festus konnte sich nicht zurückhalten und unterbrach die Rede mit einem Schrei. Paulus, du bist verrückt. Du hast zu viel gelesen, zu viel Zeit damit verbracht zu wandern. Geh zurück in die reale Welt. Aber Paulus blieb standhaft. Mit allem Respekt, Eure Exzellenz, ich bin nicht verrückt. Ich bin mir vollkommen bewusst, was ich sage.
Der König weiß, wovon ich spreche. Ich bin sicher, dass nichts von dem, was ich gesagt habe, für ihn verrückt klingt. Er weiß das seit langem. Sie müssen verstehen, dass dies nicht im Verborgenen geschah. Glauben Sie an die Propheten oder nicht? Sie brauchen nicht zu antworten. Ich weiß, dass Sie es tun. Agrippa antwortete, noch ein wenig mehr und du wirst mich zu einem Christen machen. Paulus, immer noch in Handschellen, sagte, deswegen habe ich gebetet, dass nicht nur Sie, sondern auch alle, die mich hier hören, jetzt oder später, wie ich werden, abgesehen natürlich von diesen Fesseln. Der König, der Gouverneur, Bernice und ihre Berater erhoben sich und gingen in den Nebenraum, um über das Gehörte zu diskutieren. Viele stimmten zu, dass Paulus unschuldig sei und sagten, es gibt nichts an diesem Mann, das eine Gefangenschaft rechtfertigt, geschweige denn den Tod. Agrippa sagte betroffen, er könnte jetzt freigelassen werden, wenn er nicht einen Auftritt vor Cäsar beantragt hätte. Sobald die Vorbereitungen für unsere Reise nach Italien abgeschlossen waren, standen Paulus und andere Gefangene unter der Aufsicht eines Centurio namens Julius, der Mitglied einer Elitetruppe war. Wir bestiegen ein Schiff, das nach Ephesus und zu den Häfen des Westens fuhr. Aristarchus, ein Makedonier aus Thessaloniki, war bei uns. Am nächsten Tag machten wir einen Zwischenstopp in Sidon. Julius behandelte Paulus sehr gut und erlaubte ihm, von Bord zu gehen und die Gastfreundschaft der Freunde dieser Stadt zu genießen. Zurück auf dem Meer segelten wir nach Norden und folgten dem Schutz der Nordostküste, da uns die Westwinde entgegenbliesen. Dann segelten wir entlang der Westküste bis zum Hafen von Myra. Dort fand der Centurio ein ägyptisches Schiff, das nach Italien fuhr, und transferierte uns. Wir hatten schlechtes Wetter und stellten fest, dass es unmöglich war, den Kurs zu halten. Nach vielen Schwierigkeiten erreichten wir schließlich die Südküste der Insel Kreta und legten in guten Häfen an. Den Namen dieses Ortes hatten wir inzwischen verloren. Es war bereits Anfang Herbst und das Wetter würde von nun an stürmisch sein, viel zu gefährlich für die Schifffahrt. Paulus warnte, das Einzige, was ich voraussehen kann, ist ein Unglück für die Ladung und das Schiff, ganz zu schweigen von uns selbst, wenn wir jetzt weiter segeln. Aber dies war nicht der beste Hafen, um den Winter zu verbringen. Phoenix, ein paar Meilen weiter, war besser geeignet. Doch der Centurio beachtete Paulus' Rat nicht und ließ sich vom Kapitän des Schiffes und dem Eigentümer der Ladung überreden, es zum nächsten Hafen zu versuchen. Mit dem Einsetzen eines sanften Südwindes lichteten sie die Anker in der Hoffnung auf eine ruhige Fahrt. Doch sobald sie das Meer betraten, begann ein starker und gefährlicher Nordostwind zu blasen. Das Schiff geriet außer Kontrolle wie ein Blatt im Sturm. Sie passierten knapp eine kleine Insel namens Claudia und konnten ein Rettungsboot vorbereiten und die Segel einholen, aber Sandbänke verhinderten es, näher heranzukommen. Sie konnten den Sandbänken nur entkommen, indem sie die Anker warfen. Am nächsten Tag, wieder auf hoher See und von Sturm gepeitscht, warfen sie die Ladung über Bord. Am dritten Tag erleichterten die Seeleute das Schiff noch mehr, indem sie sich von Proviant und Ausrüstung trennten. Sie waren viele Tage lang ohne Sonne und Sterne. Der Wind und die Wellen schlugen gnadenlos gegen das Schiff und sie verloren die Hoffnung auf Rettung. Ihr Appetit auf Essen und Leben schwand. Dann ging Paulus in die Mitte der Gruppe und sagte, »Freunde, ihr hättet auf mich hören sollen, als wir in Kreta waren. Wir hätten diese Prüfung vermeiden können. Aber jetzt aufzugeben ist keine Option. Ich glaube, dass es von jetzt an besser wird. Ich versichere euch, dass keiner von uns verloren gehen wird, auch wenn ich dasselbe nicht für das Schiff sagen kann. Es ist dem Untergang geweiht. In der 14. Nacht auf See, irgendwo in der Adria, gegen Mitternacht, bemerkten die Seeleute, dass sie sich der Küste näherten. Sie loteten den Meeresboden aus und waren in einer Tiefe von 36 Metern und kurz darauf von 27 Metern.
In der Angst vor einer Kollision mit einem Felsen warfen sie 4 Anker und beteten um das Tageslicht. Einige Seeleute versuchten, vom Schiff zu fliehen, indem sie ein Rettungsboot herunterließen und vorgaben, die Anker am Bug zu werfen. Paulus bemerkte das Manöver und sagte dem Centurio und den Soldaten: "Wenn diese Seeleute das Schiff verlassen, werden wir alle Schiffbruch erleiden." Daraufhin schnitten die Soldaten die Seile des Rettungsbootes durch und ließen es ins Meer fallen. Bei Tagesanbruch versammelte Paulus die Besatzung und die Passagiere und schlug ein Frühstück vor. "Dies ist der 14. Tag, an dem wir nichts gegessen haben. Niemand von uns hat etwas gegessen, aber ich bestehe darauf, dass ihr jetzt etwas esst. Ihr werdet Kraft für die Rettung benötigen, die vor uns liegt. Ich versichere euch, dass ihr diese unversehrt überstehen werdet." Er brach das Brot, dankte Gott und verteilte es an alle, und alle aßen freudig. Es waren 276 Personen an Bord. Nach dem Essen, als alle satt waren, wurde das Schiff erneut von seinem Gewicht befreit, diesmal von der Ladung Getreide. Bei Tagesanbruch erkannte niemand den Ort wieder, aber sie waren in einer Bucht mit einem schönen Strand. Sie beschlossen, das Schiff zum Strand zu bringen, einige Anker zu schneiden, das Steuer loszulassen und dem Wind zu folgen. Dennoch stießen sie auf dem Weg noch weit entfernt auf ein Riff, und das Schiff begann auseinanderzubrechen. Die Soldaten beschlossen, die Gefangenen zu töten, damit niemand durch Schwimmen entkommen konnte. Aber der Hauptmann, entschlossen, Paulus zu retten, hinderte sie daran und befahl allen, die schwimmen konnten, ins Meer zu springen. Und diejenigen, die nicht schwimmen konnten, sollten sich an einem Brett festhalten. Alle schafften es zum Strand. Es wurde gezählt und festgestellt, dass alle gerettet wurden, und sie entdeckten, dass sie auf der Insel Malta waren. Die Einwohner behandelten sie sehr gut. Es war ein regnerischer und kalter Tag und sie waren bis auf die Knochen durchnässt, aber sie machten ein großes Feuer und versammelten sich darum. Paulus bot an, der Gruppe zu helfen, indem er ein paar Zweige sammelte, aber als er das Feuer entfachte, biss ihn eine giftige Schlange, die vor der Hitze geflohen war, in die Hand. Als sie die Schlange an Paulus' Hand sahen, schlossen sie daraus, dass er ein Mörder war, der seine gerechte Strafe erhielt. Doch Paulus schüttelte die Schlange ins Feuer und ihm geschah nichts. Die Leute dachten, er würde jeden Moment sterben, aber da dies nicht geschah, schlossen sie, dass er ein Gott sei. Der Anführer dieses Teils der Insel nahm sie in seinem Haus auf und brachte ihnen trockene Kleidung. Sie erhielten die bestmögliche Behandlung. In den nächsten 3 Tagen war der Vater des Anführers krank, lag mit hohem Fieber und Ruhe im Bett. Paulus ging in das Zimmer des Ältesten, legte die Hände auf ihn und betete, und der Mann wurde geheilt. Die Nachricht von der Heilung verbreitete sich schnell, und bald kamen alle Kranken der Insel herbei und wurden geheilt. Sie verbrachten 3 wundervolle Monate auf Malta. Sie wurden wie Könige behandelt, man kümmerte sich um alle ihre Bedürfnisse und sorgte für alles, was für den Rest der Reise nötig war. Sie stiegen in ein ägyptisches Schiff, das nach Italien segelte. Auf der Bugfigur des Schiffes war eine Gestalt von Gott und Gemini geschnitzt. Sie verbrachten 3 Tage in Syrakus und steuerten dann auf die Küste von Reggio zu. 2 Tage später segelten sie mit Südwind in die Bucht von Neapel, wo sie einige Christen trafen und eine Woche bei ihnen blieben. Wir kamen in Rom an und unsere Freunde hörten, dass wir unterwegs waren und kamen, um uns zu treffen. Eine Gruppe kam von weit her bis zum Marktplatz von Appius und eine andere Gruppe traf uns an den 3 Tavernen. Es gab viel Emotionen, wie zu erwarten war, voller Lob. Paulus führte uns in den Dankgebete. Als wir schließlich in Rom ankamen, erlaubten sie Paulus, auf eigene Kosten zu leben, unter der Aufsicht eines Soldaten. 3 Tage später lud Paulus die jüdischen Führer zu einem Treffen in sein Haus ein und sagte: "Die Juden in Jerusalem haben mich unter falschen Anschuldigungen verhaftet und nach Rom gebracht. Ich versichere ihnen, dass ich absolut nichts gegen die Gesetze oder die jüdischen Bräuche getan habe." Nachdem die Römer die Anschuldigungen untersucht und festgestellt hatten, dass sie nichts gegen mich hatten, wollten sie mich freilassen.
aber die Juden haben so viele Probleme gemacht, dass ich gezwungen war, mich an Cäsar zu wenden. Ich wollte sie nicht wegen eines Fehlers anklagen oder unser Volk in eine schlechte Situation mit Rom bringen. Wir hatten schon genug Probleme. Ich tat dies für Israel. Ich bitte Sie, heute zu mir zu kommen und mich anzuhören, um klarzustellen, dass ich für Israel bin, nicht dagegen. Ich bin hier wegen der Hoffnung, nicht wegen eines Gerichts. Sie sagten, niemand hat uns geschrieben, um gegen dich zu sprechen, und niemand hat sich geäußert, um etwas gegen dich zu sagen. Aber wir würden gerne mehr hören. Das Einzige, was wir über diese christliche Sekte wissen, ist, dass anscheinend niemand etwas Gutes darüber zu sagen hat. Also vereinbarten sie einen Termin, und als der Tag gekommen war, kehrten sie mit vielen Freunden zu Paulus' Haus zurück. Paulus sprach den ganzen Tag, von morgens bis abends, und erklärte alles, was mit dem Reich Gottes verbunden ist, und versuchte, alle von Jesus zu überzeugen, basierend auf dem, was Mose und die Propheten über ihn geschrieben haben. Einige wurden überzeugt, aber andere glaubten kein einziges Wort. Die Ungläubigen begannen mit den anderen zu streiten und waren auf Krawall aus. Deshalb unterbrach Paulus: Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Der Heilige Geist wusste genau, wovon er sprach, als er sich an unsere Vorfahren wandte durch den Propheten Jesaja. Er sagte, geht dieses Volk und sagt ihnen Folgendes. Ihr werdet mit den Ohren hören, aber kein Wort verstehen. Ihr werdet mit den Augen sehen, aber nichts sehen. Dieses Volk ist starrköpfig. Es hat Ohren und Finger, um nicht zu hören. Sie schließen die Augen, um nicht sehen zu müssen, und vermeiden es leicht und ohne Gesicht mit mir zu sein und mich zu heilen. Ihr hattet eure Chance. Andere Völker werden ihre bekommen, und ich glaube, sie werden meine Lehre mit offenen Armen empfangen. Paulus lebte 2 Jahre im gemieteten Haus. Er empfing alle, die ihn besuchten, sprach unermüdlich über das Reich Gottes und erklärte alles über Jesus Christus. Die Tür seines Hauses stand immer offen.